ein erhebliches Anliegen der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinden Fischament und Enzersdorf-Fischer ist die Verkehrsbelastung durch durchfahrende Lastkraftwagen. Daher setzen sich die beiden Gemeinden intensiv dafür ein, in Zusammenarbeit mit der Polizei Lösungen zur Reduzierung dieses Problems zu erarbeiten. In einem Treffen zwischen den Gemeindevertretern von Fischament und Enzersdorf an der Fischer wurde die angespannte Verkehrssituation entlang der B60 intensiv diskutiert. Gemeinsam mit Landespolizeidirektor Franz Popp wurden konkrete Maßnahmen erörtert, um den anhaltenden Lkw-Durchzugsverkehr zu bewältigen. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, vor allem auch bei den Kollegen aus Enzersdorf, die uns eingeladen haben. Die hohe Polizei, Polizeidirektor, Bezirkspolizeikommandantin, also da haben wir ein sehr gutes Einvernehmen, eine super Zusammenarbeit. Es wird schon jetzt viel getan und ich bin überzeugt, aufgrund des heutigen Gesprächs wird noch mehr schwerpunktmäßig in diesem Thema passieren. Fischaments Bürgermeister Thomas Rahm betonte die Notwendigkeit einer gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit und hob die Bedeutung der Rückmeldungen der betroffenen Bevölkerung hervor. Bürgermeister Plöchel aus Enzersdorf lobte die bisherige Arbeit der Polizei und wies auf das kontinuierliche Bevölkerungs- und Verkehrswachstum hin. Wir als Gemeindepolitiker vertreten ja die Bevölkerung und wir wissen, das ist ein brennendes Thema. Und wir haben beispielsweise heute auch vereinbart, uns einmal die jetzigen rechtlichen Situationen anzuschauen, was die Durchfahrtsverbote betrifft, diese auch zu evaluieren und zu schauen, wo kann man nachschärfen, wo kann man noch mehr machen. Man muss sagen, wir sind das Industrieviertel und hier siedelt sich natürlich rund um Wien, rund um den Flughafen Wien, extrem viele Firmen an, das natürlich verbunden ist mit dem Schwerverkehr. Ich sage immer, wo ein lachendes, auch ein weinendes Auge. Das Lachende ist natürlich viele Arbeitsplätze rund um Wien, rund um den Flughafen, auch in unserer Gemeinde. Das Weinende ist natürlich der Verkehr und hier speziell der Schwerverkehr nimmt extrem zu. Nationalratsabgeordneter Werner Herbert unterstrich die Wichtigkeit einer Mischung aus Überprüfung bestehender Maßnahmen und der Implementierung neuer Lösungen zur Einschränkung des Schwerverkehrs. Und Verkehrsexperte Friedrich Zibuschka präsentierte besorgniserregende Zahlen, die die Dringlichkeit der Situation verdeutlichten. Natürlich ging es uns auch darum, hier ein bisschen zu optimieren und hier genau das einzubringen, was die Bevölkerung in den vergangenen Wochen uns auch rückgemeldet hat, nämlich die Zunahme des Verkehrs, insbesondere des Schwerverkehrs, hier wieder in vernünftige Rollen und vernünftige Bahnen zu lenken. Daher laufen ja die Planungen vom Land gemeinsam mit den Gemeinden. Das ist ja alles abgestimmt. Es gibt einen runden Tisch, wo laufend berichtet wird. Es wurden schon zweimal in allen Gemeinden, auch in Katastralgemeinden wie Margareten, die Pläne dargestellt. Gedacht ist Ende 25, dass die UVP, die Umweltverträglichkeitsprüfung, fertig ist. Und wenn dann keine großen Einsprüche sind, dann könnte ungefähr 27, 28 mit dem Bau begonnen werden, weil da muss man ja dann Grundeinlöse machen, nicht? Man muss das Bauprojekt machen und dann könnte es ungefähr 32, weil es ist ja ein langer Straßenzug, inklusive Umfahrung Schwadorf, weil die haben ja auch auf der B10 einen beachtlichen Verkehr, dann wäre es wirklich eine massive Entlastung der Region. Und außerdem haben die Gemeinden ja dann die Möglichkeit, ihre Hauptstraße, die B60, auch umzugestalten, weil dann fährt ja der Lkw-Verkehr draußen, da gibt es ja Lkw-Durchfahrtsverbote und dann kann man da wirklich mehr für Fußgänger, für Radfahrer, mehr Begrünung machen. Also dann, damit wird ja wirklich die Lebensqualität und die Aufenthaltsqualität in den Ortsdurchfahrten wesentlich besser werden. Landespolizeidirektor Popp betonte die gute Zusammenarbeit und versicherte, dass die Behörden im Interesse der Bevölkerung an Lösungen arbeiten. Die Vertreter vereinbarten, ihre Bemühungen zu verstärken, um den Verkehrsfluss zu verbessern und die Lebensqualität der Anwohner entlang der B60 zu erhöhen. Wir haben die Problemstellungen ausgetauscht und sind zu einem einhelligen Ergebnis gekommen. Generell funktioniert die Zusammenarbeit mit den Gemeinden sehr, sehr gut auf der lokalen Ebene, wo man sich regelmäßig austauscht und dann auch gewisse Problemstellungen auch versucht gemeinsam zu lösen.